Im Englischen sagt man he himself, Mr. Lungensport. Also das ist mir eine große Ehre, dass Herr Professor Wort einen weiten Weg gemacht hat. Er hat eine Bewegung mit anderen in Gang gesetzt. Er hat eine Bewegung in Deutschland unterstützt zu einem sehr frühen Zeitpunkt, unter anderem Lungensport. Und eine der wesentlichen Punkte war Lungensport zunächst mit klar umrissenen Kriterien, und der ganz schwer Erkrankte war für die Lungensportgruppen eher ausgeschlossen. Er diskutiert heute mit uns die Frage, geht das denn eigentlich auch und unter welchen Voraussetzungen geht das? Und wenn man die Frage stellt, wer diskutiert heute hier mit uns, dann ist es wichtig zu sagen, Herr Professor Wort ist groß geworden in Düsseldorf an der Universität, er hat Nordrhein-Westfalen verlassen, eine Schande. Er ist nach Süddeutschland gegangen, ist heute Chefarzt in Fürth und über die Grenzen hinaus dort auch bekannt. Er ist der, nennen wir es mal, Chef der Atemwegsliga. Herr Professor Wort ist der Incoming Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Also eine Menge, lieber Heinrich, und ich bin gespannt, was du heute zum Lungensport sagst. Ja, vielen Dank, lieber Helmut. Wie mein Vorredner schon sagte, sind die Einführungen hier außerordentlich freundlich. Ich darf auch Herrn Lingemann gratulieren, dass er um diese Zeit so viele Interessenten, Patienten, Angehörige hierher hat bringen können. Das Zentrum für Patienten mit Lungenerkrankungen scheint eindeutig Hattingen in Deutschland zu sein. Nun, ich soll über Möglichkeiten sprechen des Lungensports bei Patienten mit schwerer COPD. Zunächst zum Problem. Das Problem der Patienten ist, dass sie chronisch lungenkrank sind. Das heißt, dass ihnen bei körperlicher Belastung eher als dem Gesunden die Luft ausbleibt. Was tut man, wenn das passiert? Man schont sich. Und diese Schonung, die körperliche Schonung, ist das große Problem. Es führt zum einen dazu, dass auch der Kreislauf weniger gefordert wird und die Leistung von Herz und Kreislauf zurückgeht. Diese Schonung kann bis zur Immobilität gehen, dass man gar nicht mehr genug Muskulatur hat, um sich bewegen zu können. Und die Folgen dieser Immobilität können so ausgeprägt sein, dass der schwerkranke Patient nur noch zwischen Bett und Fernsehsessel hin und her pendelt, keine Chance mehr hat, in den Supermarkt zu gehen oder die Angehörigen oder Bekannte, die eine Treppe über einem wohnen, zu besuchen. Das kann auch zu Depressionen Anlass geben, die wiederum die Atemnot unter Belastung verstärken und den Patienten, den Betroffenen beeinträchtigen. Das Ziel von Bewegungstherapie oder wie wir auch sagen Lungensport ist es, diese Abwärtsspirale aus Atemnot unter Belastung, die zum Vermeiden von Anstrengungen führt, die zu Angst bei Anstrengungen führt, mit weniger Bewegung, mit Abnahme der Muskulatur, Verschlechterung der Herz-Kreislauf-Leistung einhergeht, diese Spirale zu stoppen. Das ist das, was wir mit dem Lungensport letztlich leisten wollen. Und es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen, die zeigt, dass man das kann. Dass es gute Daten gerade für die COPD, auch die schwere COPD gibt, mit Bewegungstherapie aus dieser Teufelsspirale herauszukommen und die körperliche Leistungsfähigkeit zu erreichen. Wenn wir Bewegungstherapie machen, dann führt das dazu, dass unsere Muskulatur, unser Bewegungsapparat besser wird, dass er in der Lage ist, mit weniger Sauerstoff die gleiche Leistung zu bringen, als wie jemand, der nicht trainiert ist. Das heißt, dass er auch mit schlechter Lungenleistung mehr erreichen kann, als wenn dies nicht der Fall wäre. Und außerdem ein Nebeneffekt ist der, dass Kraft und Beweglichkeit des Brustkorbs erhalten bleiben und der Patient zum Beispiel auch noch gut abhusten kann. Und letztlich führt das dazu, dass der Patient weniger häufig ins Krankenhaus muss und weit weniger akute Verschlechterungen erleidet, als wenn dies nicht der Fall ist. Nun, die Frage war, welche neuen Möglichkeiten haben wir
in der Bewegungstherapie für Patienten mit einer COPD, die schwer ist. Was können wir tun, um auch diesen Patienten noch mehr Bewegung praktisch zu ermöglichen, einen größeren Bewegungsspielraum? Nun, zum einen können wir dies, indem wir unser Training kombinieren mit Medikamenten, atemwegserweiternden, die bei Belastung auftretende Überblähung vermindernden Medikamenten, Sauerstoff ist hier zu nennen. Wir können dann, wenn jemand besonders schwer erkrankt ist, auch nur einzelne Muskelgruppen trainieren, zum Beispiel auch die Einatmungsmuskulatur. Wir können das Training vorsichtiger dosieren und nicht dauerhaft, sondern in Intervallen trainieren. Wir können Muskeln auch elektrisch stimulieren und damit etwas auf Training bringen, wenn man den ganzen Körper aufgrund der schlechten Situation nicht mehr trainieren kann. Es sind Versuche gemacht worden mit muskelaufbauenden Medikamenten, den sogenannten anabolen Steroiden. Auch Testosteron gehört hierzu. Hierüber möchte ich nicht viele Worte verlieren, weil man hiermit zwar bei Patienten tatsächlich die Kraftentwicklung, aber in der Regel nicht die Ausdauer trainieren kann und auf lange Sicht die unerwünschten Effekte dieser Medikamente nicht abzusehen sind. Ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht immer getrennt auf der einen Seite die medikamentöse Therapie und auf der anderen Seite die nicht medikamentöse Behandlung sehen muss, sondern dass beides zusammenwirkt. Und das sehen Sie hier an einer Untersuchung, indem man ein atemwegserweiterndes Medikament oder Placebo, also ein wirkstofffreies Präparat sozusagen, genutzt hat bei Patienten, die trainiert wurden. Und der Trainingseffekt war deutlich besser, wenn man dieses Medikament, was die Überblähung unter Belastung vermindert, zusätzlich einsetzt. Das heißt, auch die Medikation, die Wahl der Medikation, und das ist auch für andere Medikamente gezeigt worden, hilft zu einer besseren Beweglichkeit, zu mehr körperlicher Leistungsfähigkeit, vor allem vielleicht dadurch, dass die Überblähung der Lunge unter Belastung vermindert wird. Das gilt auch für Sauerstoff. Es ist schon längere Zeit gesichert, dass Patienten, die einen Sauerstoffmangel aufweisen, unter Sauerstoff sich besser belasten können und auch bessere Trainingseffekte haben. Frau Emtner aus Schweden hat dies sogar zeigen können für Patienten, die weder in Ruhe noch unter Belastung bei COPD einen Sauerstoffmangel aufwiesen. Auch diese profitierten von einer Sauerstoffgabe während des Trainingsprogramms. Die Ausdauer wurde besser und sie konnten mehr körperlich leisten und bessere Trainingseffekte erzielen. Einige Möglichkeiten, einzelne Muskelgruppen zu trainieren, betreffen auch unsere Atemmuskeln. Wir haben schon viel über Atemmuskeln gehört und es gibt auch die Möglichkeit, bei Patienten mit schwererer COPD Atemmuskeln dadurch zu trainieren, dass man bei der Einatmung gegen erhöhte Widerstände einatmen lässt. Das ist das Atemmuskeltraining, was bei der Einatmung wirksam ist. Und es gibt Untersuchungen dazu bei Patienten, die durch die Atemmuskelschwäche beeinträchtigt sind, dass die Kraft dieser Atemmuskeln, die Belastbarkeit und auch die Lebensqualität etwas zunehmen. Dies betrifft aber nur Patienten, die speziell dort eingeschränkt sind. Das gilt nicht für alle Patienten mit der COPD. Und einen ganz wichtigen Punkt möchte ich hier ansprechen für Patienten, die schwer erkrankt sind. Wenn ein Patient schwer erkrankt ist, benutzt er für seine Atmung auch die sogenannten Atemhilfsmuskeln. Muskeln, die vom Hals bis zum Brustkorb herunterlaufen und auch die Armmuskulatur spielt hier eine gewisse Rolle mit. Und Sie sehen an einer Untersuchung, die ich Herrn Müller aus Fronten verdanke, dass dieser gelbe Strich hier, das ist das, was ein Patient maximal kurze Zeit leisten kann. Schon bei sehr leichten körperlichen Belastungen, zum Beispiel beim Öffnen von Fenstern, überschritten wird.
sodass hier gar nicht mehr viel Spielraum für ein intensives Training ist und dass auch solche Tätigkeiten, Alltagsaktivitäten wie Öffnen von Fenstern für schwer erkrankte Patienten durchaus sehr schwierig werden kann. Man kann diesen Patienten, denen, die der Professor Köhler Ihnen eben schon vorgestellt hat, auch beim Training helfen, indem man ihm mit einem Apparat eine inspiratorische Druckunterstützung zuführt über eine Atemmaske. Und eine holländische Arbeitsgruppe hat hier zeigen können, dass man damit ein Trainingsprogramm durchführen kann und gegenüber einem Maskentraining ohne Druckunterstützung auch tatsächlich die Ausdauer der Patienten bessert. Auch eine schwierige Methode, eine aufwendige, die eine sehr sorgfältige Maskenanpassung erfordert und bei einzelnen Patienten sicherlich vorteilhaft sein kann. Wir haben verschiedene Begriffe. Zum einen das Ausdauertraining, indem wir die Ausdauer des zu Trainierenden steigern, und zum anderen das Krafttraining. Und die Auswahl und Gestaltung dieses Ausdauertrainings hängt sehr davon ab, wie schwer der COPD-Patient erkrankt ist. Je kritischer erkrankt ist, umso weniger intensiv muss man mit dem Training beginnen. Die hohe Intensität, das HIIT heißt Training mit sehr hoher Beanspruchung, hoher Trainingsintensität, ist vielleicht bei dem leichtgradig erkrankten COPD-Patienten möglich, bei dem schwerer erkrankten sicher nicht. Eine Hilfe kann sein, dass man dieses Ausdauertraining nur in kleinen Intervallen macht. Das ist die sogenannte Intervallmethode. Und nach einer kurzen Phase wieder eine Pause macht und dann das Ganze wiederholt. Darauf werde ich gleich noch kurz eingehen. Man kann mit kleinen Geräten trainieren. Man kann auch einzelne Muskelgruppen, einen Arm oder ein Bein trainieren, wenn der Patient so schwer erkrankt ist, dass ein Ganzkörpertraining sozusagen nicht mehr funktioniert. Und man muss sehr vorsichtig sein, hier die Belastung zu steigern, und sollte anhand der Beschwerden und der Beobachtung des Patienten durchaus dann auch in der Lage sein, abzubrechen, wenn das Training zu intensiv ist. Gerade bei den Schwererkrankten ist es wichtig, schon frühzeitig zu beginnen mit Bewegungstherapie und Training und zu verhindern, dass auf der Intensivstation der Muskelschwund zu groß ist, und hier können Geräte wie zum Beispiel ein Bettfahrrad sehr hilfreich sein. Wenn wir eine schwere COPD betrachten, dann ist das Intervalltraining durchaus von Vorteil, was darin besteht, dass man kleine Portionen einer Belastung mehrfach wiederholt und im Verlaufe des Trainings die Belastungsintensität langsam steigert. Zum Beispiel, dass man 30 Sekunden trainiert, eine Pause macht von 30 bis 60 Sekunden und das vielleicht am Anfang 10 bis 30 Minuten und dann immer weiter ausdehnt. Damit kann man auch Patienten, die sich bei einem kontinuierlichen Training zunehmend aufblähen würden und das Training abbrechen würden, durchaus helfen mit dieser Intervallmethode. Wir haben lange gedacht, dass Krafttraining eigentlich für lungenkranke Patienten Unsinn ist. Wir haben umdenken müssen. Sie sehen hier auf der Y-Achse die Lungenleistung in Liter pro Minute. Und Sie wissen, dass jemand, der eine Lungenkrankheit hat, hier nicht beliebig viel Liter pro Minute atmen kann. Ein Grenzwert wird erreicht. Wenn dieser erreicht wird, dann kann die Belastung nicht länger aufrechterhalten werden. Und wir haben lernen müssen, dass durch ein dosiertes Krafttraining es oft leichter ist, Patienten mehr Trainingsleistung zu erbringen, weil sie nicht so stark atmen müssen für diese Leistung, weil diese Grenzventilation, das, was sie maximal atmen müssen während des Trainings, nicht erreicht wird. Solche Kräftigungen kann man zum Beispiel mit der Hockbeuge machen. Es gibt auch moderne Kraftgeräte hierfür. Das Krafttraining ist jedenfalls in richtiger Dosierung durchaus
geeignet für Patienten mit schwererer COPD. Man wird hier mit geringen Leistungen, die man wiederholt, praktisch beginnen und dann den Umfang entsprechend der Leistungsfähigkeit des Patienten steigern. Die Kraftgeräte sind hierzu gar nicht immer erforderlich. Man sollte eigentlich Trainingselemente nehmen, die praktisch die Aktivitäten im Alltag betreffen. Das kann auch schon sein, dass man Gegenstände in ein Regal hebt und das mehrfach wiederholt. Auch diese Therabänder können durchaus helfen, schwer erkrankten Patienten mit COPD wieder mehr Kraft und Leistungsfähigkeit der Armmuskeln zu bieten. Eine neue Methode, die noch nicht voll ausgelotet ist bezüglich ihrer Möglichkeit, ist, die Muskeln elektrisch zu bewegen und damit einen Trainingseffekt zu erreichen. Die neuromuskuläre Elektrostimulation, die in ersten Untersuchungen auch bei Patienten mit sehr schwerer COPD doch eine Besserung der Kraftentwicklung und auch der Belastbarkeit dieser Patienten erbracht haben. Hier fehlen aber noch Standardisierungen, um dies flächendeckend praktisch einsetzen zu können. Was ganz wichtig ist für Patienten, die eine solche Bewegungstherapie machen wollen, dass sie nicht gleich mit 100% Maximalleistung anfangen. Es ist ja so, dass ein Patient jahrelang sich nicht mehr so intensiv bewegt hat wegen seiner COPD. Wenn der jetzt trainieren soll, ist das eine völlig neue Welt. Das heißt, er muss langsam an das Training herangeführt werden. Eine sogenannte Gewöhnungsphase ist hier wichtig. Man muss ihn vorbereiten auf intensiveres Training. Und man muss in den Trainingseinheiten, in denen man ja Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und vor allem auch Koordination praktisch trainiert, die Anteile dieser Komponenten so variieren, dass er nicht am Anfang überfordert ist. Das bedeutet insbesondere, dass der Hauptteil des Ausdauertrainings erst in die Spätphase eines langfristigen Trainingsprogramms fallen sollte. Damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht. Tut man das nicht, dann besteht nicht selten die Gefahr, dass frühzeitig Infekte auftreten und die Patienten das Training praktisch unterbrechen. Sie sehen hier Möglichkeiten für Krafttraining, für Ausdauer, für Flexibilität und Koordination, wie wir dies in unseren ambulanten Lungensportgruppen eigentlich einüben. Und wir versuchen durch die Vielfalt dieser Möglichkeiten auch Freude beim Training zu erhalten, denn das Training funktioniert leider nur in seinen Effekten, wenn man es wirklich durchführt. Das heißt, man muss aktiv diese wirklich wichtige und gut belegte Behandlungsmöglichkeit nutzen, und wenn man sie nicht mehr nutzt, geht auf Dauer der Trainingseffekt verloren. Er hält vielleicht einige Monate an, aber nach 6-8 Monaten spätestens, wenn man das Training aufgibt, sind diese Trainingseffekte auch wieder verloren. Und deswegen muss man sich große Gedanken auch machen seitens unserer Arbeitsgemeinschaft Lungensport, wie man es erreicht, dass Patienten wirklich bei der Stange bleiben, dass sie Freude daran haben, weiter Bewegungstherapie zu betreiben. Und das bedeutet, dass wir nicht nur im Krankenhaus akut den Patienten mit Bewegungstherapie, Beispiel Bettfahrrad, Beispiel Therabänder und anderes, nicht nur in der stationären Rehabilitation die Möglichkeit zur Bewegungstherapie geben, sondern vor allem auch im ambulanten, im wohnortnahen Bereich. Hier können die ambulante Rehabilitation und letztlich auch die ambulanten Lungensportgruppen, von denen wir leider erst etwas mehr als 600 in Deutschland registriert haben, also noch einen weiten Weg vor uns haben, wenn man es mit der Kardiologie vergleicht, helfen, um zumindest einmal die Woche zu helfen, dass sich Gruppen treffen und gemeinsam trainieren.
Es ist auch kein Gegenargument zu sagen, ich bin so alt, dass ich keine Trainingseffekte mehr erwarten kann. Sie sehen hier eine Untersuchung von japanischen Kollegen, bei denen eine Gruppe von 65- bis 74-Jährigen und eine von über 75 Jahren miteinander verglichen wurden, und es konnte gezeigt werden, dass auch bei denjenigen, die über 75 Jahre alt waren, über ein Jahr hinweg beobachtet die körperliche Belastbarkeit gemessen an der Gehstrecke, die Atemnot unter Belastung und die Lebensqualität durch das Training deutlich verbessert werden konnten. Was wichtig ist, wenn Sie Lungensport machen, und ich habe diese Bilder mit hineingenommen, weil ich am Dienstagabend mit dem Herrn Berg über die Lungensportgruppen unterhalten habe, und er hat mir mitgeteilt, dass die Patienten doch sehr häufig traurig darüber sind, dass sie direkt in das Training hineingenommen werden. Was wichtig ist, die ersten Schritte bestehen darin, dass man wahrnimmt, wie der gegenwärtige Leistungszustand ist. Ist die Atemwegssituation stabil? Kann ich überhaupt trainieren? Wenn das der Fall ist, dann kann man vorsichtig mit einer Aufwärmphase beginnen. Und das bietet auch die Chance, wichtige Hilfsmaßnahmen wie auch die Lippenbremse zum Beispiel noch einmal zu trainieren. Es ist also wichtig, die Befindlichkeit zu erheben. Die Selbsteinschätzung des Patienten spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Dann geht es darum, praktisch eine Aufwärmphase durchzuführen, und dann kommt eigentlich die eigentliche Phase, bei der man über die verschiedenen einfachen Techniken praktisch ein körperliches Training durchführen kann. Ich möchte zusammenfassen, dass der Lungensport sicherlich eine sehr wichtige Therapieoption ist, gerade auch bei der COPD, dort am besten belegt. Sie können hiervon erwarten, dass die Atemnot unter Belastung abnimmt, dass die Belastbarkeit besser wird und die Lebensqualität steigt. Sie können auch davon ausgehen, dass diejenigen, die regelmäßig dies tun, weniger häufig akute Verschlechterungen und Krankenhausaufenthalte haben. Der Lungensport ist eine wichtige ergänzende Behandlungsform zu den Medikamenten, die wir haben, und auch zur Patientenschulung. Das Problem des Lungensports ist aber, dass man aktiv, praktisch, täglich, mehrfach wöchentlich ihn betreiben muss, um den Behandlungseffekt auch zu haben. Wenn man die Wege zum Erfolg eines COPD-Patienten zusammenfasst, dann gehört das sicherlich dazu, seine Erkrankung zu kontrollieren, schädigende Einflüsse, sprich Rauchen insbesondere, zu vermeiden, eine dem Schweregrad angepasste medikamentöse Therapie durchzuführen. Die physikalische Atemtherapie, die Atemphysiotherapie, kann sicherlich eine hilfreiche Unterstützung sein. Und vergessen Sie nicht den Punkt 5, die körperliche Aktivität. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Heinrich. Ich bin ganz sicher, dass es auch zu deinem Vortrag Fragen gibt. Das gibt auch Herrn Lingemann Zeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, denn er hat gerade ohne Aufwärmphase Lungensport betrieben beim Aufsteigen nach hier. Wer hat Fragen zur Organisation? 600 Lungensportgruppen in Deutschland. Im ersten Moment denkt man, das ist eine relativ große Zahl. Aber du hast eben gesagt, hinter den Kardiologen hinken wir weit zurück. Kannst du eine Zahl nennen? 10.000. 10.000. Was ist zu tun? Wir müssen sehen, dass der Lungensport publik gemacht wird. Publik machen tun wir ihn hier. Und es ist sicherlich gut, wenn auch der Patient seinen Arzt fragt, kann ich nicht noch mehr tun, als Medikamente zu inhalieren? Gibt es Möglichkeiten der Bewegungstherapie? Für uns Ärzte ist auch wichtig, daran zu denken, an diese Therapieoption. Wir sind geneigt, Medikamente zu verschreiben, aber wir sind nicht immer geneigt, diese nicht medikamentösen Therapieoptionen wirklich zu nutzen. Das heißt, wir denken oft nicht daran. Wir müssen natürlich auch sehen, dass diese Möglichkeiten entsprechend vergütet werden. Und dazu müssen wir die Krankenkassen dazu bewegen, diejenigen,
die als Übungsleiter oder Ärzte oder Sportlehrer für den Lungensport verantwortlich sind und die Gruppen betreuen, dass diese entsprechend dafür ihre Arbeit bezahlt werden. Vielen Dank, lieber Heinrich.